Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir wollen die Weinfeder aufklären. Ich hoffe ja eigentlich, dass ich beiden helfen kann, ihre Probleme zu lösen und die dann selber entscheiden, wer nun was kauft. Aber ich glaube, es geht einfach darum, das heilige Majoran. Ah, schon wieder. Ich glaube, es geht einfach darum, von wem ich die Probleme zuerst alle löse. Und ich kann nicht wirklich entscheiden, dass die beiden dann, ne? Aber wir schauen das mal. Leere Weinflaschen. Essensreste. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, Rattenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch. Ach, prügeln, war klar. Meister Hexer! Mund halten und kämpfen. Haben wir aber auch nur Level 30, also sollte kein Problem sein. Ich mache einfach über Konter. Scheiße. Oh, geil, was da mit einem Schlag anrichtet, Level 30. Nein! Wann zur Hölle bin ich das letzte Mal bei einem Faustkampf besiegt worden? Und abgesehen davon halt, der war Level 30, warum zieht denn der so viel ab? Ich verstehe das nicht. Also die Level, die ergeben manchmal einfach keinen Sinn, wie ich finde. Der Typ ist Level 30, ich ziehe jetzt, ich habe nicht wirklich so viel abgezogen. Und mir hat er drei Schläge verpasst und war ich quasi tot. Also tot nicht, weil war ja nur ein Faustkampf, aber ihr wisst, was ich meine. Total gestört. Ach man. Frustrierend, aber ich finde halt, die Faustkämpfe sind so zwischendurch ganz lustig, aber die sind halt nicht so richtig ausgereicht. Man macht halt immer das Gleiche, man kontert im besten Fall und knallt ihn dann eine rein. Leere Weinflaschen. Essensreste. Da will sich ein Hexer an dem Biest versuchen. Was meine Alte wohl zu essen macht? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, Rattenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch. Wir werden dich ordentlich vertrimmen. Mund halten und kämpfen. Ah! Alter, wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Ah, ich muss ruhig bleiben, komm, nichts passiert. Ach, mich hasse das beschissene Laden, das dauert immer so lang. Boah, ich bin zu ungeduldig, warum bin ich denn gerade so ungeduldig? Verdammt, da hat er mich... Das ist echt peinlich, wenn ich mir überlege, was ich für Faustkämpfe schon gewonnen habe, wo ich ja wirklich nur noch ein Schlag vom Besiegtwerden entfernt war gegen viel, viel bessere Kämpfer und so ein billiger, besoffener Arbeiter Level 30 macht mich jetzt zum zweiten Mal in Folge innerhalb von allerkürzester Zeit platt. Was ist da denn los? Es gibt die üblichen Ausrüstungsgegenstände und dann gibt es noch Gegenstände, die nur wahre Meister des Fachs anfertigen können. Solche Meister sind selten und der Text ist halt so lang, dass ich hätte eher anfangen müssen, ihn zu lesen. So, jetzt Konzentration. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aller guten Dinge sind drei oder was? Würde ja eigentlich bedeuten, dass er mich nochmal besiegt. Oh mein Gott. Leere Weinflaschen, Essensreste. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, Rattenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch. Schlechte Idee. Oh, jedes Mal, wenn ich... Eine Prügelei ist aber nicht erlaubt. Das Fest ist vorbei. Aller guten Dinge sind drei, ich hab's euch gesagt. Peinlich, das ist... Ey, das ist immer nur peinlich. Das ist einfach nur peinlich. Ich sag jetzt nichts mehr.
Bring das Weingut in Schuss, das Anna Henrietta dir geschenkt hat. Kauf einen Schleifstein, häng Bilder auf, stell deine Waffen aus. Immerhin ist es Hexers Heim seine Burg. Warum kam denn jetzt eigentlich der zweite Arbeiter dazu? Weil ich ihn getroffen habe oder was beim Kämpfen? Ich glaube. Ich bin zu ungeduldig. Ich habe keinen Respekt vor dem scheiß Level 30. Ich will den einfach in die Fresse hauen und platt machen. Ich verstehe auch nicht, warum die so aggressiv sind und mich direkt angreifen wollen. Ich verstehe auch nicht, warum ein Level 30 Arbeiter so viel verdammt Schaden macht. Ohne Scheiß, 3 Schläge, das war's, dann bin ich platt. 3 Schläge, 3... Boah, ich könnte ausrasten. Was ich schon alles besiegt und platt gemacht habe. Und dann kommt so ein Typ mit 3 verdammten Schlägen. Essensreste können Fremde auch. Komm her. Benehmt euch. Wir werden dich ordentlich vertreiben. Ja. Weiß ich nicht, warum der jetzt wieder ankommt, ob ich ihn wieder getroffen habe. Das war's gleich wieder. Das ist unglaublich. Fuck! Was ist denn hier los? Ist einfach nur bescheuert. Ist. Die haben, die können besser boxen als die, als der Boxmeister, den ich besiegt habe. Boah. Die Frage ist vor allem, was passiert, wenn ich den einen Arbeiter platt gemacht habe, kommt dann automatisch, also muss ich quasi alle Arbeiter im Boxkampf bekämpfen? Bevor dieses Quest erledigt ist, oder reicht, wenn ich einen platt mache, dann haben die anderen so viel Respekt, dass sie sagen, schon gut, wir gehen wieder an die Arbeit. Aber erzähl Majoran nichts. Dass sie es überhaupt erlauben, hier zu saufen und so eine Scheiße abzuziehen, obwohl sie für Majoran, dem großen Gewürzgott, im Endeffekt eine Statue anfertigen sollen. So, also das war jetzt, glaube ich, das vierte Mal, oder? Wir haben jetzt leere Weinflaschen. Viermal ein paar Mal bekommen. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Komm her. Nehmt euch. Wenn ich nicht aussehen wie den anderen Typ treffe. Na komm schon. So eine Prügelei ist aber nicht erlaubt. Das Fest ist vorbei. Also der zweite kommt immer irgendwann, okay. Nicht gerade fix für einen Hexer. Schön in den Rücken. Oh nein, nein! Was, man kann sich heilen in dem Kampf? Warum sagt mir das denn keiner? Oh mein Gott! Was, wieso liegt denn auf... Hä, hab ich jetzt erst was gesoffen? Oh, ich habe jetzt erst gesoffen. Oh mein Gott, das ist peinlich. Egal. Alles ist gut. Toll, ich kann mich heilen in dem Kampf. Warum sagt mir das keiner, dass ich mich heilen kann? Dich hat mir der heilige Majoran geschickt. Jetzt repariere ich schnell meinen Wagen. Ich werde beim Bauplatz erwartet. Bis dann. Okay, habe ich nicht richtig verstanden. Ist egal, ich habe es nicht richtig kapiert. Der Typ war nicht besoffen. Das war der, der das Zeug dorthin schaffen sollte. Aber das andere waren doch normale Arbeiter, die einfach nur getrunken haben. Hä? Muss ich das verstehen? Wahrscheinlich nicht. Ja, vor allem, habe ich den jetzt umgebracht, oder... Boxer? Nee, ne? Ne, es waren schon Arbeit. Es ist. Ich bin überaus verwirrt, meine Freunde. Egal. Auf zum nächsten. Und zwar. Ach, es ist noch ausgewählt als Quest. Sehr schön.
So, lass mich kurz überlegen. Wir haben keine Schwalbe mehr. Ich heile mich mal schnell komplett und werde bis zum nächsten Morgen pennen. Kein Bock. Ah, nehmen wir einfach bis um 4. Das reicht auch. Hell genug. Okay, ist doch noch nicht so hell. Egal, das schafft man trotzdem. So, wo muss ich zuerst hin? Was ist am nächsten? Das hier. Ich mach mal ein Zeichen ran. Sonst wäre nämlich komplett in die falsche Richtung gegangen. Aber das ist der kürzeste Weg. Komm, schwimm bitte. Danke. Sieht ja echt noch nicht viel. Naja, ich gehe jetzt erstmal dahin und wenn es mir dann immer noch zu dunkel ist, dann kann ich ja... Ah, es klart langsam auf. Kann ich ja immer noch bis um 5 schlafen. Weil dann ist es auf jeden Fall hell genug. Also geht mal ein bisschen auf den Sack, einmal die ganze Zeit zu verschwenden. So, da ist auf jeden Fall was. Ein Haus oder so. Ah, es wird heller. Oh, da sehe ich doch schon... Wie heißen die Dinger nochmal? Mutterhaut. Versteckter Schatz. Ach, das ist das Haus der Kräuterfrau, würde ich sagen. Hässlicher Bastard. Also ich kämpfe gerade richtig beschissen, man kann es nicht anders sagen. Sind das nicht die Dinger, die am Ende explodieren? Verdammt. Weg, weg, weg! Okay, das sind aber auf jeden Fall mehr als nur der eine Typ da. Da ist noch mindestens einer. Ne, zwei sind es noch. Oh, die haben die Kräuterfrau anscheinend umgebracht, wie es aussieht. Kann denen ihre Angriffe leider nicht blocken, das ist ein bisschen scheiße. Kämpft richtig geil, also ohne Scheiß. Vielleicht nehmen wir Art. Oh. Okay. Tja, das... Ach nee, das ist ein Mann. Das ist, die Kräuterfrau war ja auch bei dem Kerl. Das heißt, das ist der Schmied oder irgend sowas. Tagebuch von Augustin Tonelias. Schlüssel zur Truhe im Sonnenblumenfeld. Dickes Tagebuch in gleichmäßiger Schrift geschrieben. Die letzten Seiten enthalten jedoch eine andere Handschrift in voller Kleckse und durchgestrichener Wörter. Ein geheimnisvoller Herr hat mich aufgesucht und mich gefragt, ob ich ihm die Fässer verkaufen würde, die wir für die neue Weinsorte anfertigen. Ich habe höflich abgelehnt, da ich weiß, wie viel der neue Wein Frau Mathilda bedeutet und wie viel vom Erfolg dieses Weines abhängt. Schließlich war die Lage auf dem Weingut in den letzten Tagen sehr angespannt. Dieser sehr geheimnisvolle Herr erwies sich auch als extrem wohlhabend. Er suchte mich erneut mit einem sehr prall gefüllten Beutel auf. Verdammt, es wird ganz schön schwer sein, seine Wünsche abzulehnen, wenn er mich wieder vor so eine Herausforderung stellt. Heute habe ich vergessen, die Tore zum Lagerhaus der Fässer abzusperren. Ich schäme mich sehr, aber was sollte ich tun? Frau Mathilda ist am Boden zerstört. Ich fasse das Geld erst an, wenn sich die Sache beruhigt hat. Ich habe den Beutel voller nilfgaardischer Florin im Sonnenblumenfeld versteckt. Sollte er vermögen, darf bei mir zu Hause nicht gefunden werden. Er hat mich erneut aufgesucht. Dieses Mal wollte er das Rezept für den neuen Wein haben. Ein wenig Ehre besitze ich aber. Fässer sind eine Sache, da kann ich neue anfertigen. Aber das Rezept für den Wein? Ich sagte eher, würde ich sterben. Und da hat er mich zu seltsam angesehen. Mir lief es kalt den Rücken runter. Nachts sollte ich besser meine Türen verrammeln. Nicht mit Fremden. Was? Es ist so weit weg? Was ist denn da los? Abgeschlossen. Wieso ist denn das so weit weg? Boah. Aber ist da unten nicht eh noch so ein anderes Quest gewesen davon? Nicht mit Fremden sprechen. Moment, wir gucken erstmal.
Ja, wir müssen dann eh da drunter, also... hätten wir eigentlich auch erstmal das andere, wir machen jetzt erstmal das andere. Weil es liegt sowieso auf dem Weg. So. Plötze. Über 300 Schritt, da nehme ich dann doch mal meinen treuen Gefährten. Wo bist du denn? Da. Komm her. Ein Verräter am Werk. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Mann, der diesen Wein geklaut oder gekauft hat, wie auch immer, komm schon, und den Typen gebracht hat, dass der auf Garantie auch für den restlichen, für die restlichen negativen Sachen hier zuständig ist. Und dass der auch Schuld daran trägt, dass auf dem Weingut des anderen, des Mannes, weiß ich mal wie er hieß, dass da ebenfalls dieser Müll passiert ist. Also er wird wahrscheinlich dafür, ja, denke ich schon, zuständig sein. Moment, hat man jetzt hier ein... Oh, dann waren wir da wohl doch noch nicht drin, oder wie? In dem Lädlein hier. Suchen wir mal schnell die Truhe. War ja super schwer. Der hat er direkt neben dem Weg gemacht. Wie dumm ist der denn? 79! 79 Florin gerade mal. Das ist ja gar nichts. Krass. Das ist also der Hexer, den die gnädige Herrin aus dem Norden hat kommen. Juwelen besetzt. Der letzte Schrei. Hallo. Grüß dich, Geralt. Ach so, das ist der Typ, geil. Die glorreichen Zeiten des Weinguts sind wohl Geschichte. Hat schon bessere Tage gesehen, ja. Banditen sind nicht unser einziges Problem. Diese gelben Riesenparasiten werden immer mehr zur Plage. Herrin Mathilda tut ihr Bestes. Aber wenn die Leute Angst haben, rauszugehen und zu arbeiten, was sollen sie machen? Na schön. Was hast du so? Bitte hab Geld. 10.637! Wuhu! Das ist, was ich gesucht habe. Nice one. Sehr gut. So, was brauchen wir? Wir brauchen, glaube ich... Genau. Da der aber ein Rüstungsschmied ist, verkauft er wieder bloß diese Rüstungsmüll. Verdammt. Egal, erstmal reparieren. Und jetzt den ganzen Schund verkaufen, den wir nicht brauchen. Dass wir Kohle bekommen. Ich glaube, jetzt gucke ich auch gar nicht mehr nach, was hier was wert ist, sondern das kann ich alles verkaufen. Er hat so viel Kohle. Mal gucken, ob wir die ganzen 10.000 von ihm bekommen. Aber trotzdem verkaufe ich natürlich erstmal das mit Gewicht. So hatte ich hatte noch Schwerter, die ich glaube ich nicht verkaufen wollte. Dieses Casus Vorderdies wollte ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Hafkaren. Ich glaube, das kann ich verkaufen. Das hier wollte ich nicht verkaufen, weil es ein besonderes Schwert war. Werde ich vielleicht irgendwann vergessen, aber solange ich dran denke, werde ich es nicht verkaufen. Ach so, der kauft aber den anderen Rotz jetzt nicht. Ach, scheiße. Was haben wir hier? Teekanne. Aha, ist eh nichts wert. Nachthemd. Goldener Rubinring. Die Ringe nimmt er. Bei den können wir zum Beispiel auch nicht das Silber oder so verkaufen, wie es aussieht. Guckt mal, wie Kohle wir dafür bekommen würden. 8.806. Krass. Okay. Wir werden auf jeden Fall solche Barren an ihn verkaufen, wenn er kein Geld mehr hat. Aber erstmal Entfärber. Das brauchen wir halt alles nicht. Und das ist so viel wert. Das ist unglaublich. Es wiegt zwar nichts, aber wie gesagt, wir brauchen den Schrott einfach nicht. Deswegen verkaufen wir das erstmal. So. Dann die kleinen Sachen können wir auch verkaufen. So, und jetzt verkaufen wir erstmal Barren. Alter, ist das krass. Ich weiß nicht, wie viel wir aber das irgendwann doch mal brauchen und wie viel wir davon brauchen könnten. Glühender Erzbarren. Wieso glüht denn der? Meteoriten, Silberbarren, irgendwas. Das Dimeteriumzeug scheint ja echt am meisten wert zu sein. Das ist ja krass. Ich gucke, ob ich noch irgendwelche wertvollen Sachen habe.
Hier haben wir noch mehr Barren. Ja gut, aber die sind halt auch nicht so selten. Das ist irgendwie logisch, dass das dann nicht so viel wert ist. Das heißt, ganz oben, das müssten eigentlich die wertvollsten Sachen mit sein. Eieiei, ne, da verkaufen wir erstmal auf jeden Fall Barren hier. Bin halt gerade am überlegen, wie viel. Also 10 können wir auf jeden Fall. Haben wir noch 27, die werden wir eh nie brauchen. Aber es gibt halt nichts anderes, oder? Was wir total oft haben und was viel wert ist. Und wir brauchen halt auf jeden Fall Kohle. Und wir verwenden diese scheiß Barren doch eh nie. Komm jetzt, scheiß drauf. Haben nur noch 11 Stück, aber das passt schon. 18.200, das ist ja krass. Ey, jetzt haben wir erstmal wieder Kohle. Danke. Die wir dann in unser Weingut stecken können, logischerweise. Einmalige Schnäppchen. Vorzugsfinanzierung von... Gutes Wort jetzt hier, glaube ich. Das heißt, wir müssten nur noch eine Aufgabe haben, die wir erledigen müssen. Glaube ich. Hä? 3 von 5? Okay. Aber, ach ja, stimmt, das war jetzt eine Nebenquest. Aber ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Bei jedem Rüstungskauf. Wo gehen wir gerade lang? Okay, wir klettern. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.